Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog, glaube ich, oder? Oh, ich verliere momentan voll den Überblick, aber ich bin auch total aufgeregt. Ich sage euch gleich warum. Ich wollte euch kurz zeigen, was wir gekauft haben. Wir waren gerade einkaufen mit Lina. Und zwar haben wir einmal bunte Eier gekauft. Lina liebt bunte Eier momentan. Am liebsten isst sie nur noch die. Also sie isst nur noch die. Dann habe ich bei Haargummis gekauft für mich, weil... Ich habe vor 2 Monaten eine Packung gekauft, da waren bestimmt 50 Stück drin. Jetzt finde ich keine mehr. Naja, dann haben wir 2-mal Schlagsahne. Ich wollte gleich Kartoffelauflauf machen. Dann habe ich für mich so ein Dingens gekauft. Der von Audash, den hat meine Schwiegermama geschickt. Und der ist total hart und der ist viel weicher. Der hart ist natürlich perfekt für Audash, aber... Oh. Dann hat Lina einmal so ein Memory bekommen. Das spielen wir auch gleich, nachdem ich gekocht habe. Das ist Prinzessin Elsa. Sie fährt momentan voll drauf ab. Dann habe ich hier Kaffee. 2-mal Karamell. Oder ihr Käumer, nein. Warte, ich gebe dir den Teller. So, kannst du hier reinmachen, ja? Ah, fehlen. Dann habe ich 2-mal Ayran. Oder hat gestern Abend. Türkische Pizza gekauft und dazu Ayran. Und Lina liebt Ayran. Also sie hat nur Ayran getrunken. Statt der türkischen Pizza. Dann wollte ich morgen einen leckeren Frühstück vorbereiten für Ayran und mich. Da habe ich einmal, also natürlich auch für Lina, einmal Delikatess-Putenbrust gepökelt und gegart mit Paprikarand. Da bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Und einmal von Finesse Putenbrust gebrötelt und gegart. Das ist, glaube ich, derselbe, den es auch immer in der Bäckerei gibt. Und dann habe ich gekauft Käseaufschnitt. Oh, Stäbchen hatten wir auch nicht, haben wir fast gar keine mehr. Dann einmal, ach, das läuft, Lina. Einmal hier Heinsalat. Ich muss hier aufräumen gleich. Dann einmal Aufbackbrötchen. Da sind, glaube ich, zu viele drin. Oh, 8 Stück. Aber egal, dann frühstücken wir halt Montag und morgen auch. Dann einmal Philadelphia und einmal Butter. Übrigens frühstücken wir nie, außer ich frühstücke manchmal mit Lina. Weil auch der hasst es zu frühstücken. Dann einmal Grattakäse für den Auflauf gleich. Dann habe ich auch für morgen Berliner gekauft. Oh, schmeckt das rein? Warte, ich gebe dir gleich ein neues, ja? Dann Remoulade für die Brötchen und nochmal 2-mal Kaffee, aber ohne alles. Also ganz normaler Kaffee, Milchkaffee. Das habe ich schon gezeigt, Anne. So, jetzt räume ich hier aber auf. Ich muss noch die Wäsche in den Korb tun. Staubsaugen und Lina kann so lange Memory spielen. Das ist kein Ayran, das ist Schlagsahne. Du willst doch Ayran, ne? Ich räume jetzt mal kurz auf, dann melde ich mich gleich. Versprochen. Lina versucht gerade ihre Socken anzuziehen. Hatti! Ja, oder? Ja, oder? Eichhör? Also, ja, wir spielen jetzt Elsa. Komm, Mausi. Ja, wir spielen jetzt ein bisschen Memory. Den Memory-Karten. Ach, Lina, unser Staubsauger ist ja noch hier. Und das Schlafzimmer ist voll kalt. Abonaschka? So, ihr Lieben, ich wollte euch ja was verkünden. Und zwar, ich habe etwas länger im Kopf, dass ich ein zweites Kind möchte. Ich wollte jetzt warten, bis wir die Wohnung bekommen. Aber man weiß ja nie, wann die Wohnung kommt und ob das direkt beim ersten Mal mit dem Kind überhaupt klappt. Nur weil man, weil das beim ersten Mal direkt geklappt hat, heißt das nicht, dass beim zweiten auch direkt klappt. Also ich wollte euch jetzt hiermit sagen, dass wir einen zweiten Kinderwunsch haben. Ja, wir sind schon am Üben, sagt man das so. Ich will jetzt auch nicht mehr darauf eingehen, das ist viel zu intim. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt schon gespannt, ob es direkt beim ersten Mal klappt oder nicht. Das weiß ich nicht, das kann ja auch keiner sagen. Ich sag mal so,
wenn der richtige Zeitpunkt ist, dann kommt das Baby auf der Welt, wenn es so geschrieben ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und jedes Kind kommt mit seinem Geschenk. Das haben wir bei Lina gesehen. Lina hat unser Leben vollkommen, wie soll ich sagen, bereichert. Also wir denken uns so, vor Lina hatten wir gar kein Leben. Also wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr Mütter seid oder Väter seid, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt einen zweiten Kinderwunsch. Und mal schauen, wann es klappt. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wie viel Abstand eure Kinder haben. Also ich finde 3 Jahre perfekt. Komm, Abstand. Nein, Bulon, Jas Atmaschke. Genau, ich finde 3 Jahre perfekt. Und 4, 5 Jahre finde ich schon zu viel. So können die wenigstens noch zur selben Schule gehen. Oder besonders unternehmen, wenn die eine 18 und die andere 21 ist. Ja, mal schauen. Ich bin total gespannt. Ey, hör auf damit. Genau, wir sind total gespannt und freuen uns, wenn es klappt. Ich bin wirklich gespannt, wie lange das dauert wird. Also bei Lina hat es ja beim ersten Mal geklappt, aber jetzt... keine Ahnung, mal schauen. Wünscht uns Glück und ja. Lina, freust du dich? Baby, gell's hin? Ja? Willst du ein Baby? Lina, willst du ein Baby? Achso, du willst die Karten zeigen. Ja, das sind deine neuen Spielkarten, ne? Elsa. Mama. Elsa. Du hast noch Essen im Gesicht. Ja, wir spielen jetzt. Oh, Just, komm. Warte, ich guck nur, ob das gleich spielt. Elsa. Hatte, sing mal. Sag mal. Anne. Hatte, sing. Anne. Ja. Tamsöne. Nein, und ihr habt Jas. Hatte Schalke Söhne. Anne. 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 Jo, ne, 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 ne. Jo. Nereye koyduysan orada dış. Nochmal. Söyle, Anne. Anne. Ja. Anne. Nereye koyduysan orada dış. Heute kommen wir spielen jetzt, ja? Ja. Aber weißt du, wie man das spielt? Ja. Nee, ne? Ich glaube, du bist noch ein bisschen zu klein. Elsa. Lina sagt gerade Elsa. Für die, die es jetzt nicht verstehen. Weißt du was? Wir sortieren einfach mal die Karten, ja? Ich finde, dieses Memory ist viel zu schwer für kleine Kinder. Also verschiedene Tiere sind perfekt, aber das finde ich viel zu schwer. Das könnte ich mir nicht mal merken. Nein, Bödekoi. Düsseld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 üsse
Ja, und zwar habe ich einmal von Eucerin Atopy Control 12% Omega. Einmal das, ich weiß jetzt die Preise nicht, aber es war arschteuer. Ich habe für beide Cremes 35 Euro bezahlt und ich finde das teuer, ehrlich gesagt. Aber diese Creme hält sehr wahrscheinlich auch sehr, sehr lange. Hier steht auch Basispflege bei Neurodermitis, für Babys geeignet, reduziert Blutkreis. Willst du runter? Aschangengel? Nein? Das hat auch so einen Pumpstoß. Und ja, ich hoffe, das bringt was. Sie meinte halt, kann sein, dass sich das bessert, aber das kann immer wieder kommen. Und das ist für die Hand und für die Füße. Das ist jetzt Akutpflegecreme, auch Atopikontroll. Und das soll sehr, sehr gut sein. Das ist auch für Babys geeignet. Ach, das kostet 15,50. Und bei dem steht kein Preis. Ich denke mal, doch hier. 20 Euro. Und das ist diese Creme. Ich soll das zweimal die Woche jetzt drauf machen, beides. Und das ist auch gut. Ich denke mal, diese Creme mache ich halt jedes Mal nach dem Duschen drauf. Atime. Ja, dann waren wir bei Netto. Da habe ich einmal Joghurt mitgenommen, weil es gibt heute bei uns Rouladen. Ich muss nur noch meinen Spitzkohl im Wasser ein bisschen andünsten. Das macht meine Mutter auch immer so. Sonst kann man das ja schwer rollen. Dann habe ich einmal Donauwelle gekauft. Für morgen, aber das nehme ich morgen frei. Dann habe ich schwarze Oliven gekauft. Ich hatte so Lust drauf. Und Leute, glaubt ihr, gestern Abend habe ich bis 3 Uhr gewartet, weil ich voll Lust. Oh, nachdem. Voll Lust auf Mineralwasser hatte. Also Sprudelwasser. Kannst du mir die Jamme? Ja? Ja, dann habe ich für Lina einmal so einen Pausendrink mitgenommen. Meerfrucht Karotte. Auch bei Netto. Dann einmal, die waren im Angebot. Leute, habt ihr die auch geliebt als Kind, diese UFOs? Ich kaufe das jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen. Jedes Mal. Und das geht zack, 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 weg. So, dann hat Lina also so einen Pudding bekommen. Tut. Aber die Schmetter Mama nimmt. Ja, ja, halt das fest. So, dann habe ich Berliner gekauft. Ich habe euch ja gesagt, oh, der liebt Süßes, wenn er abends nach Hause kommt. Dann habe ich 2 Duschcremes mitgenommen, weil ich keine mehr hatte. Ach, und Dina darf nur sensitiv Duschcremes benutzen, aber ich benutze ja immer die von Belly Button. Die ist ja immer sensitiv. Die ist ja sensitiv, so. Da habe ich einmal von Pure and Basic Duschcreme, Milch und Kirschblüte. Das riecht so gut. Riech noch? Sen? Ja. Ja. Und einmal Milch und Kokos. Auch sehr lecker. Oh, wow. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Topf aufgesetzt. Den größten habe ich jetzt genommen. Und die werde ich jetzt nacheinander 1-2 Minuten lang im Wasser weich werden. Wer ist das jetzt? Lass uns mal kurz gucken. Ach, der Dimm. So, ihr Lieben, das Wasser ist jetzt hier am Kochen. Und ich werde jetzt den Spitzkohl klein schneiden und dann auch direkt ins Wasser tun. So, ich lasse das jetzt 1-2 Minuten hier drin, dann tropfe ich das ab und schüttel direkt auch kaltes Wasser drauf. Also ich mache das jetzt genau so, wie meine Mama das auch immer macht. Also wir machen das ja eigentlich immer zusammen, aber diesmal mache ich das mal alleine. So, es geht weiter. Das alles muss noch gekocht werden. Das habe ich jetzt mit kaltem Wasser schon ein bisschen abgeschreckt und es geht weiter. Und Lina sitzt wie immer bei mir. Nein, Annem, das muss von selber kochen, ne? Try giving you my heart. Now I know you didn't want it. Thought that we could work it out, but it's no use. I think I'm better off alone. Yeah, I'm feeling good without you. Now I don't want nothing to do with you. I tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. No, you hurt me bad. It's alright. It's alright. I did everything for you, even though you gave me nothing back. I guess
guess that I wasn't enough this time. I tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. No, you hurt me bad. It's alright, it's okay. It's alright. I tried giving you my heart, now I know you didn't want it. You didn't want it. I tried giving you my heart, I tried giving you my heart. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. Don't you want to hurt me back. It's alright, it's okay. Meine Rouladen sind jetzt fertig. Ich werde jetzt die Soße vorbereiten. Dazu kommt, brauchen wir warmes Wasser, Tomatenmark und Salz. Ja, ich zeige euch das mal jetzt. Also, ich habe das jetzt fertig gemacht. Ist natürlich bei jedem unterschiedlich, wie reinkommt. Wir tun immer einen Teller rein. Dann habe ich hier jetzt Öl reingetan, Wasser, Tomatenmark und Salz. Und das schütteln wir jetzt einfach drauf. Das Wasser muss auf jeden Fall heiß sein. Am besten abkochen. Dann einfach drüber geben. So, das reicht auch. Also wenn ihr drückt, müsst ihr sehen, dass das Wasser hochkommt. So, das kocht jetzt. Das dauert halt ein bisschen, ne? Aber ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich räume übrigens hier noch auf. Hallo! So, ihr Lieben, das Essen ist jetzt fertig. Ich zeige euch das mal, wenn er jetzt drückt, da kommt fast kaum Wasser. Ich habe das auch ausgemacht. Und ich habe eins, also ich habe schon die Hälfte probiert, ich tue immer Joghurt drauf. Also mit Joghurt schmeckt das super lecker. Super lecker. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ein bisschen mehr Salz könnte ich reintun, also einen halben Teelöffel. Aber so schmeckt es auch perfekt. Und ich wollte jetzt hier diese, ich weiß nicht, Rettich nennt man das, ne? Klein schneiden. Und dann, Moment, so. Mein Handy hat geklingelt. Lina, ich wusste in mein Handy. So, ihr Lieben, es ist schon ein bisschen später. Lina ist jetzt schon am Schlafen. Sie hat nämlich heute keinen Mittagsschlaf gemacht. Sie ist auch total kaputt. Ich habe sie gebadet. Also sie hat jetzt gebadet und ich habe sie komplett eingecremt an den Stellen, wo ich sie eincremen sollte, an den Armen, an den Beinen und im Gesicht, also an den Wangen. Ja, jetzt räume ich das Badezimmer auf, muss ein bisschen sauber machen. Meine Mutter kommt morgen zu uns. Ich wollte morgen türkische Pizza machen und dann meinte sie, ja, dann machen wir das zusammen. Türkische Pizza werde ich das erste Mal selber machen. Eigentlich machen wir das mal mit meiner Mutter zusammen. Sie ist der Profi da drin. Und ich wollte euch noch was ganz, ganz Wichtiges sagen. Und zwar will ich eine neue Videoreihe auf YouTube starten. Also, kommt drauf an, ne? Wenn ich jetzt Zeit zum Drehen habe, wird es das Video einmal in der Woche geben. Und wenn ich nicht so viel Zeit zum Drehen habe, dann alle zwei Wochen einmal. So, und zwar hat mich eine Zuschauerin angeschrieben. Sie meinte, einmal wäre das okay, wenn wir dir Texte schicken, was wir alles durchmachen mussten. Und oder wie es um unsere Beziehung geht, um unsere Ehe geht. Und dass du das dann vorliest.
und deine Meinung dazu sagst oder uns Tipps und Tricks geben kannst. Das heißt zum Beispiel, du schreibst deine Geschichte, du sagst, hallo, ich bin 21 Jahre alt, bin Türkin, mein Mann ist 25, ist Kurde, wir sind seit 3 Jahren verheiratet, haben ein 5 Monate altes Kind. Ich habe erfahren, dass er mir fremdgegangen ist. Er hat es mir erzählt und bereut es sehr und will, keine Ahnung, wisst ihr, wie ich meine? Aber dieser Text soll nicht nur so 2-3 Zeilen, soll nicht aus 2-3 Zeilen bestehen. Also dieses Video soll schon so 8-9 Minuten lang sein. Nicht einfach so ein kurzer Text, weil ich will näher drauf eingehen und wisst ihr, wie ich meine? Das ist alles anonym. Ich werde keinen Namen weiter sagen oder sonst was. Ihr könnt mir eure Geschichten unten in die E-Mail-Adresse, also an die E-Mail-Adresse schicken, ml.said@hotmail.com. Und ich werde ein extra Heft erstellen, wo ich eure ganzen Geschichten aufschreiben werde. Und ihr könnt dann die Geschichten anhören. Weil mir schreiben tagtäglich wirklich so viele Menschen an und fragen, stellen mir Fragen. Und ich bin mir sicher, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die in derselben Situation stecken. Dann kann man sich wenigstens das Video anschauen und weiß dann, okay, diese Person hat auch dasselbe durchgemacht und blablabla. Ihr könnt mir entweder über Instagram eure Geschichten schicken oder einfach unten in die E-Mail-Adresse, an die E-Mail-Adresse. Ich würde mich unheimlich freuen. Ich hoffe, ihr auch. Und klar, wenn jetzt sehr, sehr viele Anfragen kommen, dann werde ich jede Woche versuchen, eins hochzuladen. Aber wenn jetzt die Anfrage nicht so groß ist, dann einmal, alle zwei Wochen einmal. Ich finde auch, das ist so von euch für euch, das heißt, die Geschichte kommt von euch. Ihr könnt zum Beispiel auch eure Erfahrung reinschreiben. Ihr könnt sagen, wir waren 2 Jahre zusammen, meine Familie war voll dagegen, wir haben uns aber füreinander entschieden und jetzt lieben unsere Familien sich abgöttisch. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann kann ich auch natürlich dazu was sagen. Also ich wollte, dass wir so unsere Storys erzählen, was wir durchgemacht haben, was wir momentan durchmachen. Natürlich geht es nicht nur um Beziehungen. Ihr könnt auch reinschreiben, keine Ahnung, ich hatte noch nie ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter oder zu meinem Vater und das tut mir in der Seele weh. Oder ich habe Gewalteingriffe zu Hause, ich werde geschlagen oder sonst was. Wisst ihr, wie ich meine? Da kann man vielleicht auch unten in den Kommentaren diskutieren, wie man da rauskommen kann aus dieser Situation. Und also es muss nicht nur um Beziehungen gehen oder sonst was. Mir kann auch ein 13-jähriges Mädchen ihre Geschichte schreiben und ich lese sie dann hier auf YouTube vor und sage, was ich an ihrer Stelle machen würde. Das ist natürlich keine Pflicht, das zu machen, aber ich würde aus meiner Sicht die Sache auch mal beurteilen oder sonst was. Ja, das wäre mal eine neue Videoreihe. Ich finde es auch sehr interessant zu lesen, was andere Menschen so durchgemacht haben. Ich finde es total interessant. Naja, wie gesagt, ich räume jetzt noch hier ein bisschen auf. Dann gucke ich meine Serie und dann gehe ich auch schlafen. Und ja, freue mich auf morgen, wenn meine Mama kommt. Wie gesagt, dann gibt es türkische Pizza. Ich werde das auf jeden Fall aufnehmen. Es kommen jetzt wieder mehr Rezepte. Und Leute, die Rouladen haben super lecker geschmeckt. Meine Mutter meinte, du hast die voll breit gemacht. Aber ich weiß nicht warum. Dieses Mal sind die zu breit geworden. Vielleicht habe ich auch zu viel von dieser Mischung reingetan. Aber ich finde so die Größe perfekt. Ich mag die nicht zu dünn. So wie meine Mutter mag das zum Beispiel so dünn. Klar, bei Weinblättern mag ich die total dünn. Aber bei denen mag ich das so fett. Dann noch Joghurt drauf. Also Audat hat sehr, sehr gut geschmeckt und Lina hat es auch gegessen. Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch nur wegen Audat gemacht, weil er die ganze Zeit Lust drauf hatte. Und türkische Pizza mache ich jetzt auch für ihn. Ja, und ich freue mich schon auf Valentinstag. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll, aber ich glaube, wir machen diesmal nichts Großes. Wir kaufen bestimmt Geschenke. Ich weiß auch schon, was Audat bekommt. Er weiß es auch. Ich wollte ihm ein Parfüm holen. Was sehr, sehr teuer ist, ist wohl neu auf dem Markt, aber ich dachte mir, komm, Valentinstag kannst du gönnen. Ja, jetzt habe ich wieder voll viel gequasselt hier. Ja, Kinderplanung geht weiter, Kinderwunsch. Und wie gesagt, sobald ich was weiß, wisst ihr auch was. Und ich bin schon gespannt. Wenn ich so jetzt schon dran denke, habe ich schon voll das Bauchkribbeln. Ich spüre das gerade. ja.
Ja. Ich würde mich jetzt verabschieden. Ich habe wieder voll viel gequatscht und würde sagen, bis morgen hoffentlich. Bis dann, ciao.